Es ist Dienstag, der 4. April 2017. In der Pressestelle der Technischen Hochschule Bingen kommt eine Meldung nach der anderen rein. Die wissenschaftliche Community spricht über einen Mann, Professor Thomas Royen. Vor einigen Jahren fand er eine einfache Lösung für einen schwierigen mathematischen Beweis. Und erst jetzt hat es die Fachwelt bemerkt. Professor Thomas Royen lehrte Mathematik an der Technischen Hochschule in Bingen. Wir sprechen mit ihm über seine Entdeckung. Ehemalige Kollegen treffen aufeinander. Herr Brinke, freut mich, Sie wiederzusehen. Herzlich willkommen. Damals war Professor Klaus Becker noch nicht Präsident der Technischen Hochschule. Professor Royen kommt gerne an seine alte Wirkungsstätte zurück. Er verknüpft viele schöne Erinnerungen mit seiner Zeit als Hochschullehrer. Seine Leidenschaft galt immer der klassischen Mathematik und ihren Methoden. Der berühmte Student, der mal in der Prüfung auf die Frage hin, ja, was bedeutet denn ableiten, differenzieren, da sagte er, ja, das ist ein Mausklick. Da schluckt man so als Mathematiker im ersten Moment und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wie kommt er auf so eine Antwort, dann versteht man es doch besser. Ganz ohne Mausklick lassen wir uns von Professor Royen seinen Beweis erklären. Er hat die sogenannte gaußsche Korrelationsungleichung bewiesen. Bei der gaußschen Korrelationsungleichung geht es um statistische Verteilungen, die nach dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß benannt sind. Nehmen wir an, ein Dartspieler wirft Pfeile auf zwei übereinander liegende Rechtecke. Die meisten Pfeile werden nicht im Zentrum landen, sondern sich lose darum verteilen. Die Wahrscheinlichkeit oder Chance, wenn ich meinen Pfeil werfe, dass ich dann in dieses schraffierte Gebiet hier, das heißt in A und in B gleichzeitig hineintreffe, Wahrscheinlichkeit für A und B gleichzeitig ist mindestens so groß wie das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten in A hineinzutreffen, ja, und in B hineinzutreffen. Ja, die Aussage ist so eigentlich ganz einfach. Aber wie kam es dazu, dass ein Binger Professor die Lösung für ein jahrzehntealtes mathematisches Problem fand? Ich war halt gar nicht so vertraut mit dieser Expertenblickrichtung und hatte dann das Glück, durch mein Spezialgebiet von einer ganz anderen Ecke, mehr oder minder halt mit etwas Zufall und Glück, so wie man halt im Wald mal plötzlich im Dunkeln über den Ast stolpert und dann guckt man nach, was war das. Plötzlich ist mir halt aufgefallen, Mensch, da kannst du was machen. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein genialer Beweis. Es war eine völlig andere Blickrichtung, die halt zufällig vorher niemand so wahrgenommen hat. Und bin der Sache nachgegangen und dann war es auf einmal relativ leicht. Und es gibt eben, ist das Schöne auch in der Mathematik, solche glücklichen Zufälle, dass man es dann komplett beweisen konnte. Mathematik ist für ihn seit der Pensionierung nur Hobby. Und so war ihm die Veröffentlichung in einem Top-Journal nicht wichtig. Also ganz paar Experten wussten es dann auch schon. Ich habe einem Kollegen, der sehr beschlagen ist, das in Amerika geschickt. Der hat es auch ein bisschen weitergegeben. Aber man kann auch verstehen, wenn Sie als Mathematiker irgendwas Neues hören, gerade wenn Sie es interessiert, dann gucken Sie auch erstmal selbst, kann ich da vielleicht was draus machen? Presserum ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich reg mich im Moment viel mehr auf über die was unsere Verwaltung mit den Flüchtlingen macht. Ich habe Kontakt mit Flüchtlingen, ich unterstütze die ein bisschen beim Deutschlernen. Da gibt es hochanständige, sehr strebsame Leute, auch begabte Kinder. So, die schmeißt man jetzt raus und wirft zu den Taliban wieder zum Fraß vor. Die Leute sind gerade vor den Taliban geflohen. Also da könnte ich so eine Wut kriegen, dass so Luxussachen im Moment, ja, wie Presserummel und so, es ist mir im Moment vergleichsweise ziemlich wurscht. Sein wichtigster Rat an junge Studierende ist ganz unmathematisch. Es gibt so viele schöne Sachen, warum unbedingt Mathematik? Es gibt auf jedem Gebiet Leute, die irgendwas Tolles machen. Wichtig ist eigentlich, dass der junge Mensch so ein bisschen rauskriegt, für was brenne ich. Man sollte aber auch nicht so, nicht zu viel Angst, nicht zu viel Anpassung rauskriegen, was man selber unbedingt machen will, weil man auch da am besten ist. Für Professor Thomas Royen ist Mathematik Leidenschaft und schon fast ein bisschen Poesie. Aber wenn Sie fragen, was ist Mathematik, würde ich so sagen, Verfeinerung der Sprache, um Dinge dem Denken zugänglich zu machen, die vorher mangels Begriffen gar nicht gedacht werden konnten. Das ist doch was Tolles.